So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Anomaly. Wir sind in der vierten Mission, Notruf, und das Briefing liest sich wie folgt. Um 0.15 Uhr haben wir einen Notruf aus einer Fabrikanlage in der Nähe der Siedlung Ria erhalten. Wir müssen dorthin und jeden Überlebenden dieser Katastrophe dort rausholen. Sofort. Und dann geht's auch sofort los. Wir bleiben mal bei Casual. Mal gucken, ob uns das dieses Mal wieder so wenig fordert. We've intercepted a faint radio signal emanating from the research center in Ria. We have reason to believe that signals caused increased enemy activity in the area. You'll be going in under the cover of night. Your objective is to fight your way through to the research center in Ria and find out what the hell's been going on there. Backup for this mission is limited, so play smart with what you've got. Ja, das mag ich ja am liebsten, wenn gleich am Anfang der Mission gesagt wird, dass die Unterstützung limitiert ist. Dann wollen wir mal gucken. Wir haben ganze $200, das heißt, wir können uns zwei APC oder einen Crawler kaufen. Dann fällt mir die Wahl relativ leicht. Weil nur einen Crawler ist ja wirklich nicht zu machen. So, und dann wollen wir mal gucken, wo wir hier langfahren können. Also, da hinten müssen wir hin. Das heißt, das letzte, wir müssen hier durch. Wie kommen wir denn da am besten hin? Also, wenn wir schon überhaupt kein Geld mehr haben, dann müssen wir gucken, dass wir möglichst viel von diesem Carusarum aufsammeln. Und die Frage ist, wenn wir schon auf leicht spielen, ob wir das nicht einfach machen wollen, sagen, wir wollen alles aufsammeln. Ach, und ich glaube, das mache ich auch mal. Also, dann gehen wir hier runter, nehmen das mit, hoffen, dass uns der nicht erwischt, fahren hier hoch, nehmen die beiden mit, hoffen, dass uns der nicht erwischt, fahren hier lang, da oben rum. Tja, und jetzt könnte ich hier runterfahren, hier vorbei. Hier kann ich nicht lang, das heißt, ich müsste... Hier kann ich nicht lang, weil ich ja sonst auf den laufe. Das heißt, ich müsste hier hoch. Da gewinne ich gar nichts. Also fahre ich hier oben lang. So. Tja, an denen allen vorbei. Denen hier näher ich mich von der Seite. Das ist in Ordnung. Hier fahre ich nach hinten. Hinten dran vorbei. Und wenn ich die haben will, dann muss ich hier runter... An den beiden hier unten vorbei. Der macht mir nichts, der kann sich nichts drehen. Die erwische ich alle von hinten. Ah, so kann ich gar nicht planen. Ja, dann plane ich erstmal so weit und dann gucke ich mal, dann muss ich da umstellen, bis ich hier bin. Dann sollten wir aber alles an Carusarum kriegen. Und dann geht's mal los. Im Schutze der Nacht. Zwei lächerliche APC und ich. Got some fine new supplies for you. Don't use them all at once now, you hear? Ja, was? Haben die nicht eben gesagt, die Unterstützung ist limitiert? Listen up, 14. This new toy is called a decoy. Decoys distract the enemy, drawing its fire away from your platoon. Okay, das ist natürlich cool. Das heißt, wir kriegen jetzt hier eine dritte Fähigkeit. Köder. Das heißt, ich kann jetzt Köder legen und hoffe, dass die Dinger da drauf schießen. Dann probiere ich das mal. Dann versuche ich mal, hier einen Köder hinzulegen und hoffe, dass diese drei Türme dadurch abgelenkt sind. Also, hier würde ich gerne einen Köder platzieren. Decoys are only effective while you're in range of the enemy. Wait for your targets to fire, then let those decoys loose. Sehr gut, also die schießen da wirklich drauf, während ich mit meinen beiden APCs da langlaufe. Dann lege ich gleich noch einen dahin. Weil die APCs haben ja eigentlich keine Feuerkraft oder nur ganz wenig. Und wenn die dann in Ruhe gelassen werden, ist das gut. Sehr gut sogar. Der hat immer nichts damit am Hut. Der schießt nicht mehr auf uns. Dafür gibt's aber neue Sachen, sehr schön. So. Habe ich alle aufgesammelt?
Jawohl, was habe ich denn jetzt? Zweimal Köder, einmal Nebel und zweimal reparieren. $10, damit kann ich noch gar nichts anfangen. Tja, so, reparieren muss ich die noch nicht. Das sieht noch ganz gut aus. Mal gucken, was wir jetzt hier kriegen. Jeweils 25. Okay, jetzt hoffe ich, dass der mich nicht erwischt. Tja, und verschwende ich jetzt hier schon wieder einen Köder? Das ist nur einer, der auf mich schießt. Da verschwende ich, glaube ich, keinen Köder. Hol mir da lieber nochmal so einen. Okay. Jetzt müsste ich den vorne aber reparieren. Die erreichen mich anscheinend nicht. Da bin ich zu weit weg. Sehr schön. So. Jetzt kann ich neu kaufen mit 140. Dann kaufe ich mir auf alle Fälle mal so einen Crawler, damit ich auch ein bisschen Schusskraft habe. So, dann wollen wir mal weiter planen. Also, was gibt mir denn der Köder für neue taktische Optionen? Hier komme ich eh. Die drehen sich alle. Ich komme nicht von hinten, sondern die drehen sich. Das heißt, ich lege hier einen Köder hin. Dann schießen die alle da drauf und ich kann die beiden zerpflücken. Oder gehe ich mit dem Nebel? Da habe ich aber nur einen und reparieren müsste ich auch noch. Ich glaube, dann lege ich aber trotzdem hier einen Köder hin. Okay, also, wenn ihr das wollt, dann gibt's hier noch einen Köder, von denen habe ich noch am meisten. Und hoffe, dass die da jetzt beschäftigt sind. Das sind sie auch. So, der da hinten kriegt auch noch Saures. Aha, da gibt's ein neues Reparaturding, das nutze ich auch gleich. So. $70 haben wir schon wieder. Tja, und warum sollte ich jetzt hier wegen einem meinen Nebel verbraten? Nee, lieber nicht, dann repariere ich lieber, wenn ich muss. Und der Crawler wird dem schon den Garaus machen. Ich ziehe mal ein bisschen was auf mich. Sehr schön. So, der hinterlässt mir noch einen weiteren Köder. Okay, dann gucken wir uns das nochmal an. Ich könnte jetzt hier noch einen Köder hinlegen, damit ich den in Ruhe zerpflücken kann. Und dann habe ich nur einen Nebel, den würde ich gerne hier einsetzen, glaube ich, weil da drei Stück sind. Ja, vielleicht erwischen wir den einfach so. Also, hierhin einen Köder ist bestimmt eine gute Idee. Das heißt, es gibt hierhin einen Köder. So, ich gehe mal ein bisschen weg. Dann hoffe ich, dass die den hier oben zerpflücken. Das machen sie aber auch. Sehr schön. So, da hat es auch Karussarum gegeben und ich krieg noch ein Reparierding. Sehr schön. Und ich kann mir neue Einheiten kaufen. 155 heißt, ich kaufe mir noch einen Crawler, damit ich noch ein bisschen mehr Durchschlagskraft habe. Und dann geht's mal weiter. Dann hoffe ich, dass die den direkt so erledigen und ich notfalls nur reparieren muss. Dann spare ich ein bisschen Köder. Sehr schön. Da ist noch ein Reparieren, das ist perfekt. Dann setze ich hier ein Reparieren hin und hier einen Nebel und laufe mir gleich hier hin und hole mir die Sachen. Die oben machen das nämlich alleine mit meiner Unterstützung, hoffe ich. So, die schießen irgendwo hin, nur nicht dahin, wo sie sollen. Klappt alles wie gewollt. So, und jetzt ist die Frage, wo lege ich den Köder hin? Ich habe ja wirklich viele. Das heißt, ich lege die mal nach hinten, damit die hier abgemeldet sind. Sehr schön. Jetzt muss ich den nächsten Köder hier hinlegen, weil ich komme ja auf der Rückseite. So, hier kann ich einsammeln. Noch und nöcher. Na, so wenig Supplies gibt es dann aber nicht. So kann ich ihm gar nicht lang. Doch, kann ich. Ach, ich stecke da fest, wie gemein. So, dann wollen wir noch mal gucken. Also, hier kann ich noch jede Menge einsammeln. Und ich wollte ja eigentlich nur das Karussarum haben. Das heißt, ich gehe nachher hier wieder zurück. Da kann ich auch noch die einsammeln. Ich habe 4, 3 und 5, jede Menge. Ich habe vor allem $190. Das heißt, ich kann hier weiter kaufen. Dann kaufe ich weiter Crawler, weil die richtig schön Alarm machen.
Und setz auch mal einen nach vorne und tausch mal die beiden aus, weil der hier ein bisschen beschädigt ist. Ja, machen wir so, warum nicht? So, die werden mich ärgern, der kann sich nicht drehen, den erwische ich von hinten, der ist mir egal. Das heißt, ich werde hier einen Köder hinlegen müssen, damit die sich wegdrehen. Tja, gesagt, getan. Also, auf geht's. Hier hätte ich gerne einen Köder. So, wenn die auf den Köder zählen, kann ich auch ruhig daneben stehen. Das ist denen egal. Gucken wir uns das hier unten an. Die sind so schön abgelenkt, das ist ja wunderbar. Gut, also ich kriege hier Nachschub, bis der Arzt kommt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, da muss ich mir keine Gedanken machen. Muss mir mal Gedanken machen über den Weg. So. Hier will ich hin. Macht überhaupt keinen Sinn, unten rum zu gehen. Dann gehe ich da lang und hoffe, dass ich das schaffe. Okay, hier kann ich noch einsammeln. Jetzt habe ich erstmal ein bisschen Ruhe. So, und die nehme ich auch noch mit. Wer weiß, wozu wir sie brauchen. So, reparieren könnte ich auch mal wieder. Sind nicht mehr alle so ganz fit. Okay, dann haben wir schon 5. Das passt schon ganz gut. Tja, und dann, wenn die da oben ankommen, dann lege ich einfach hier unten noch einen Köder hin. Und dann ist das auch gut. Hm? Hallo? Kann jemand helfen? This is Professor Veronica Sharp. I'm trapped in a building in Rhea. Hallo, Frau Sharp. Wie holen Sie da raus? Jo, ne, Frau Sharp. Hilfe naht. So, die haben zu tun, bevor sie zerpflückt werden. Das klappt wirklich prima. So, die beiden da unten sollten mich ja eigentlich in Ruhe lassen, wenn ich das richtig sehe. Dafür bin ich zu weit weg. Dafür lasse ich die auch in Ruhe. Und bis die sich hier gedreht haben, sind sie beide erledigt. So. Okay, Frau Sharp, da wären wir. Wir befreien Sie doch gerne. Okay, ich spiele auf Casual. Das passiert mir, glaube ich, nicht nochmal. Bis jetzt war es ja relativ einfach, obwohl hier hinten die Strecke weitergeht. Hallo. Was fährt sie? It's an energy field generator. Maybe you'll find some use for it. After all, I do owe you one. Uh-huh. It generates an energy field that can shield 2 nearby units. Your best bet is to keep it in the center of the formation. Ach, wie cool. Okay, also, das Ding ist, das stellt halt so ein Schild her. Das ist ja extrem cool. Dann stelle ich das in die Nähe von 2 Crawlern, weil die ja am wenigsten aushalten, dann sollen die ein Schild kriegen. Ich habe 105, das heißt, ich habe jetzt meine 6 Einheiten hier voll, mehr geht nicht. Dann kümmere ich mich ums Aufwerten. $100 brauche ich für so ein APC, 125 für so einen Crawler und 150 für das Schild. Dann ist es ja einfach. Dann werde ich den mal aufwerten. Okay, aber jetzt geht's weiter. Ach du Hilfe! Was sind das denn hier für Teile? Säubere den Platz und Sharp, also die Professorin, muss überleben. Das heißt, ich muss dahin und muss die alle platt machen. Das ist ja doof. Okay, also an dem komme ich nicht vorbei, was immer es auch ist. Von der Größe her würde ich sagen, es ist einfach nur noch ein schwererer zu besiegender Turm. Wenn ich hier lang fahre, 1, 2, 3, da komme ich mitten ins Kreuzfeuer. Das macht ja erstmal keinen Sinn. Ich glaube, ich fahre erstmal hier außen lang. Dann kann ich mich an die 4 hier wenden.
Und dann fahre ich hier oben lang. Ja, so ist die Route wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Ich habe jetzt doch eine ganze Menge an Zeug. Das heißt, ich werde das auch alles verbraten. Ich werde hier erstmal Nebel hinlegen. Mal gucken, was der hier so macht. Ja, mit 6 Nebeln werde ich mich erstmal hier durchnebeln, im wahrsten Sinne des Wortes. Im Nebel treffen die ja nicht oder nicht so gut. Und dann mal gucken, wie weit ich komme. Den Rest mache ich dann mit Ködern. Und wenn ich was reparieren muss, repariere ich's halt. Gut, also auf geht's. Gucke ich mir mal das Teil hier näher an. Ach du Hilfe, ey. Das macht die Straße kaputt. Nee, Energieblitze. Naja, soll mir egal sein. Guten Tag. Grad ist nachts und Nebel. So, meine Einheiten kommen gar nicht so viel, aber irgendwie lässt er sich durch Nebel ab. Ja, er schießt sonst irgendwo hin. Ja, dann gibt's gleich da noch einen hinter. Er ist ein bisschen früh gesetzt. So, mach den mal bitte kaputt. Der hat da oben eine Gesundheitsanzeige, die ist gar nicht mal so wenig. Okay, aber die Crawler machen den relativ platt. Dann will ich hier mal reparieren und gleich wieder Nebel setzen. So, hier kann ich noch Supplies nehmen. Ist die Frage, ob ich die wirklich brauche. So, die gehen immer auf den ersten, immer auf die Schwachen und die Kleinen, die Doofen. So, dann nebel ich hier wieder eine Runde. So, dann muss ich hier reparieren. Okay, das war ja schon mal ganz gut. Den nehme ich noch mit aus reiner Gewohnheit. Dann gucken wir uns das mal an. Das heißt, wir haben ja die Hälfte schon geschafft. Jetzt haben wir nicht mehr so viele Nebel. Das heißt, ich werde wahrscheinlich noch mal ein bisschen ködern müssen. Die Frage ist, wohin? Hier wäre ein guter Köder, wenn ich da oben lang muss, ne? Das heißt, ich werde erstmal hier einen Köder hinlegen und da noch einen Nebel und dann gucken wir mal, wie wir weiterfahren. Also. Die Idee war. Ja, es ist ein bisschen früh. Ja, schießt du nur auf mich, du kannst mir gar nichts. So, jetzt kommen meine Jungs. Das heißt, ich lege hier einen Köder hin. Und nebel den da oben ein. Und dann wollen wir mal gucken, wie die da durchkommen. Der Shield, dieses Schild, das gelbe, hält ja auch noch eine Ecke ab. Das ist ja ganz nett. Dann setze ich hier, einfach weil ich es kann, noch eine Reparaturstation hin. So, hier muss ich, glaube ich, nochmal nebeln. So, dann müssen hier Köder hin. Wo müssen denn Köder hin? Da müssen Köder hin. Bitteschön. So. Ja, dann komme ich ja ganz gut durch. Sammle ich den hier noch ein. Der hier unten ist jetzt auch gleich Geschichte. Sehr schön. Habe ich sie alle, oder? Habe ich sie noch alle? Es wackelt. Okay, warum wackelt's denn? Okay, wahrscheinlich hat's gewackelt, weil der Transportflieger angekommen ist. Also, das war einfach. Gradlinigkeiten und Bronze, ja gut, ich habe alles aufgesammelt. Rücksichtslosigkeit, keine Ahnung, wie das bewertet wird. Aber egal. Platz 53.000, unglaublich. Wo hätte ich denn noch Punkte machen können? Wahrscheinlich hätte ich noch weniger Zeug einsetzen müssen. Aber ich will ja durchkommen, um euch das Spiel zu zeigen. Das war also Mission 4. Ich sage wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Tschüss.